Am Anfang stand eine Idee im Raum. Daraus wurde eine schier unerreichbare Vision. Die Idee von Florian Werner mit seinen Freunden und einem eingespielten Betreuerteam das härteste Radrennen, Race Across America 2024, mit dem Vierer-Floro-Team zu bewältigen, wurde in die Tat umgesetzt und mit einem sensationellen zweiten Teamplatz belohnt. Der lange Weg bis dorthin erscheint nun als Buch mit dem Titel Meine Vision wurde unser Ziel. Wir waren bei der Salzkammergut Media Druckerei Gmunden dabei, als das Buch in Druck kam. Ein großer Moment für den Visionär Florian Werner. Ja, ein Highlight jagt das andere, ist ein Wahnsinn. Jetzt haben wir gerade das RAM hinter uns. Jetzt ist die Vorbereitung für so ein Buch, das ist ja nicht so einfach. Das sind so viele tausende Schritte und jetzt stehen wir bei so einer Druckanlage und jetzt kommen die ersten Seiten, aber unglaublich. Das ist echt ein geiles Gefühl. Wir möchten die Gelegenheit nutzen und mehr darüber erfahren, wie ein Buch entsteht. Welche Schritte vonnöten sind. Es beginnt bei uns in der Druckvorstufe mit der Datenannahme, dann geht es weiter zu den Druckplatten. Wir wandern dann weiter in die Druckmaschine. Da wird ein Bogen nach dem anderen abgedruckt. Das waren 18 Druckbogen. Das Ganze geht zweimal durch die Druckmaschine durch. Weitere Arbeitsschritte sind dann den Bogen zu bearbeiten, zu beschneiden aufs richtige Format. Ab in die Falzmaschine, dass aus diesem einen Druckbogen 16 Seiten werden in der richtigen Reihenfolge. Auch bei diesem Projekt ist wieder ein engagiertes Team am Werk. Wie man sieht, die Fülle an Material in die richtige Form bringen, das ist die Kunst. Ja, der Gedanke ist, 4 narische Radlfahrer, was die geleistet haben in Österreich und in Amerika. Und da muss ein rundes Element aus meiner gestalterischen Sicht drinnen sein. Und da haben wir eben im Buch 4 runde Elemente eingebaut und quadratisch passt dann das runde Element gut in das Innenleben des Buches hinein. Schauplatzwechsel. 2 Wochen später in Lamprechtshausen. Hier bei der Industriebuchbinderei Kunesch wird das Buch finalisiert. Die Inlets von der Druckerei werden gebunden, zurechtgeschnitten, mit einem Leseband versehen und als finaler Schritt mit einem Buchdeckel verheiratet, sozusagen. Bald kann man das fertige Buch in Händen halten. Für den Text ist übrigens die Gmundner Journalistin Saskia Wiemann verantwortlich. Also ich habe mir zuerst natürlich mal mit dem Flo abgesprochen, wie wir das Ganze angewohnt. Ich habe dann immer verschiedenste Interviewpartner gehabt, die ich zu den Ereignissen befragt habe. Und dann habe ich das quasi für mich stückchenweise dann zu einer Geschichte zusammengefügt, diese Interviews, die ich von den Mitstreitern da gehabt habe. Nun ist es endlich soweit. Das erste gebundene Werk ist fertig. Ich glaube, man sieht es eh mit meinem Grinsen. Unglaublich, ist wirklich ein Wahnsinn, was das für ein automatisierter und ein halbautomatisierter Prozess ist. Voll interessant, Technik. Und am Schluss kommt so ein Buch raus. Und das ist einfach geil, es taugt mir. Ich habe Freude, es ist die Nummer 1. Und ja, jetzt kommen die restlichen 1000 raus. Mit diesem Buch ist die Vision Race Across America nun endgültig in die Zielgerade eingefahren. Wo es das Buch zu erstehen gibt, erfahren Sie unter www.floro.at.